EM-Rente bis zum Tod. Wird die volle Erwerbsminderungsrente bis zu meinem Lebensende gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich leide unter einer schweren neurologischen Erkrankung, bin schwerbehindert und beziehe eine Erwerbsunfähigkeitsrente oder Erwerbsminderungsrente auf Dauer. Wird mir diese Rente bis zu meinem Tode gezahlt? So die Anfrage, die mich auf rentenbescheid24.de erreichte. Antwort: Ja und Nein. Man muss hier wirklich unterscheiden. Habe ich das Lebensalter für meine Regelaltersgrenze schon erreicht oder werde ich es erst nach dem Tode erreichen? Im Grundsatz enden alle gesetzlichen Renten mit dem Tode des Rentenbeziehers. So sagt es uns der § 102 Absatz 5 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Renten werden bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem die Berechtigten gestorben sind. So steht das da wörtlich geschrieben. Tritt der Tod des EM-Rentners noch vor Vollendung des Lebensalters ein, indem er seine Regelaltersgrenze erreicht, dann endet die EM-Rente am Ende des Sterbemonats. Beispiel: Unser EM-Rentner ist jetzt 60 Jahre alt und er stirbt am 15.12.2022. Dann endet seine EM-Rente am 31.12.2022. Tritt der Tod hingegen erst nach Vollendung des Lebensalters ein, indem er seine Regelaltersgrenze erreicht hat, dann endet die EM-Rente immer genau am Ende des Monats, in dem er die Regelaltersgrenze erreicht hat. Denn im Gesetz, § 43, steht drin: Eine EM-Rente endet grundsätzlich immer mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Daher wird die EM-Rente dann, wenn der Versicherte nichts anderes bestimmt, ab dem Folgemonat nach dem Ende des Monats, in dem der Versicherte das Lebensalter für seine Regelaltersgrenze erreicht hat oder vollendet hat, immer als Regelaltersrente weitergeleistet. Wenn unser Berechtigter also jetzt 6 Monate, nachdem seine EM-Rente in eine Altersrente umgewandelt wurde, stirbt, dann wird die Altersrente nach der Vorschrift 102 Absatz 5 SGB 6 bis zum Ende seines Sterbemonats geleistet. Deshalb kann ich allen schwer erkrankten Versicherten beruhigend sagen, ihre EM-Renten werden bis zu ihrem Tode gezahlt. Entweder tatsächlich als EM-Rente oder aber, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, dann als Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.